Frau Wegner. Wir wissen Bescheid. Das ist sie. Ja. Legen Sie sie doch bitte hier hin. Bereiten Sie bitte das Inkubationsbesteck vor. Seit wann atmen Sie nicht? Ich weiß gar nicht. Also sie hat den Schnupfen und dann habe ich sie vorhin gestillt und dann kam das Röcheln. So, jetzt atmet sie schon wieder. Ich dachte schon, dass sie... Hier, komm mal her. Na klar, dürfen Sie gehen. Oh, ja. Ja, ist alles wieder gut, ja? Alles wirklich wieder gut? Ja. Ja, alles wunderbar. Wissen Sie, die kleinen Babys müssen erst mal lernen, wie sie mit dem Mund atmen. Und beim ersten Schnupfen geraten sie dann in Panik. Und wenn sie sich dann auch noch verschlucken, dann wissen sie überhaupt nicht mehr, was sie tun müssen. Vielleicht kann ich ihr ein Nasenspray geben oder sowas? Erwachsenenspray? Ja. Nein, nein, auf keinen Fall irgendwas, was Abschwellendes. Ach, wissen Sie was? Ich lasse Ihnen einfach hier diesen Absauger da. Können Sie gerne weiter behalten. Danke. Und wenn irgendwas ist, melden Sie sich. Ja? Nein, wir finden schon raus. Gut, Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Kommst du? Tschüss. Wo ist Papa? Nachtdienst. Wo ist Tanja? Praxis. Wo ist Dr. von Hatzfeld? Sind wir die Auskunft? Kleiner Test, ich wollte nur wissen, ob ihr noch da seid. Guten Morgen. Piwi, was machst denn du hier? Bist du nicht in der Praxis? Hä, wieso? Wie spät ist es? Dreiviertel acht. Ja, genau. Na, aber was machst du noch hier, Piwi? Ich muss noch duschen. Und wir zwei, wir kümmern uns jetzt mal um meine Social-Media-Unterlagen. Ja? Du geht das süßer. Diese Woche schon los? Ja. Es tut mir echt leid, dass ich dich so spät wegen Ben gefragt habe. Irgendwie hatten wir das gar nicht mehr auf dem Schirm mit dem Kita-Konzeptionstag. Das ist schon in Ordnung. Aber Inge, echt cool, dass du Rentnern sowas beibringst. Ja, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch gerne vertrauensvoll an mich wenden. Ach, übrigens, Bernd macht heute seinen legendären Milchreis. Hm? Wir sind sowas von pünktlich. Hey. Oh, jetzt können Sie endlich wieder was essen, Frau Pagels. Oh ja, endlich. Nüchtern bleiben ist schlimmer als das Pieksen beim Blut abnehmen. Morgen, Frau Pagels. Oh, guten Morgen. War es schlimm? Ja, aua, nein, überhaupt nicht. Aber wir finden heraus, woher diese Zyklusschwankungen kommen, ja? Ja. Der Hormonspiegel müsste morgen da sein. Ah ja, ich krieg gerade einen Termin von Frau Mann. Okay, und wenn es dann die Wechseljahre sind, ja, pff, dann ist es eben so. Jetzt warten wir erstmal ab. Okay, bis morgen. Wieder. Tschüss. Morgen, Herr Doktor. Morgen, Frau Pagels. Morgen, Herr Doktor. Na? Sie sind gar nicht geschlafen? Doch, natürlich. Zwischen den Einsätzen. Hab dich vermisst. Richtig, ja. Warum tun Sie sich denn das eigentlich noch an mit diesen Notdiensteinsätzen? Finanziell ist es doch gar nicht mehr nötig. Nora, wie lange kennen wir uns jetzt? Hm? Leidenschaft und Berufung. Eben. Was machst du eigentlich schon um die Uhrzeit hier? Ich bin hier, weil irgendjemand keine Lust auf Vorstellungsgespräche hatte. Ach. Neue Bewerberinnen. Mhm. Letztes Mal war ja keine passende MFA dabei. Und diesmal wird die genommen, die sofort anfangen kann und wenn sie Goldschmieden gelernt hat. Nora, ich weiß, was Sie in den letzten zwei Wochen für uns alle geleistet haben. Ja, noch 14 Tage und meine Familie sieht's nicht. Dazu wird es nicht kommen. Heute wird jemand eingestellt. Versprochen. Eisenach ist stolz auf Sie. Ist das Spalier fertig? Nein. Nein? Ich suche nach den passenden Schrauben. Wie, den passenden Schrauben? Das hättest du besser am Wochenende machen sollen. Ich mach's jetzt. Jetzt? Okay. Ja. Dann kommst du zu spät zu deinem ersten Fahrschüler. Das lass mal meine Sorge sein, Angelika. Geh zur Arbeit. Du bist sauer. Ja.
Entschuldigung. Ich erledige das heute Abend. Versprochen. Okay. Soll schön werden heute. Schön? Oh, perfekt für unseren ersten Urlaubstag. Komm, die Arbeit. Sehr gut aus. Danke, dass Sie sich so spontan Zeit genommen haben. Wir melden uns. Also, Ihre Praxis gefällt mir wirklich sehr gut. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass ich noch ein anderes Vorstellungsgespräch habe. Und die Praxis ist in Laufweite. Naja, da können wir nichts machen. Trotzdem danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und? Wie läuft's? Hast du ein schlechtes Gewissen? Bisschen. Geschieht dir recht? Wo willst du hin, du Drückeberger? Ich habe noch Hausbesuche. Aber ich bin immer mal wieder da. Hör mal, mein letzter Einsatz heute Morgen, der war bei einer Patientin von dir, Frau Wegner. Aha, die hat nachher einen Termin zur Nachsorge bei mir. Was war denn? Ihr Baby hat einen Infekt. Sie ist fast erstickt. Aber nachdem ich ihm das Nasensekret entfernt habe, ging es wieder. Das war bestimmt ein Schock für die Mutter. Schickst du beide noch vorbei? Mhm. Tschüss. 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 Ah, die Bewerberin. Deswegen der frühe Aufriss. Die hat was. Ja, die könnte passen. Genau deswegen kümmert sich Frau Ewald darum, wie hier eingestellt wird. Ach doch, ein bisschen was fürs Auge, das kann doch nicht schaden. Ach so, das sagt ausgerechnet der, dem es immer auf Qualifikation ankommt. Das ist ja wohl selbstverständlich, sonst hätten Sie sie ja gar nicht ausgesucht, oder? Doch. Außerdem haben wir doch schon was fürs Auge, Nora. So, ihr arbeitet jetzt mal beide an eurem Frauenbild und wenn hier weiter dümmlich gestarrt wird, dann kriegt ihr Tresenverbot. Ab an die Arbeit. Bernd! Ah! Guten Tag, wie geht's deinem Fuß? Ja, es geht so. Alles gut. Sag mal, wer ist denn das? Wer bist du denn? Das ist doch. Ist das nicht der Hund aus dem Reisebüro? Ach, Entschuldigung. Sag mal, das sind Inges Brötchen. Na, da musst du halt noch mal zum Bäcker gehen. Komm, die wird mir den Kopf abreißen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ebenso. Herr Schleicher, gehen Sie schon mal durch, bitte. Oh. Der Hund ist mir im Marktplatz nachgelaufen. Süß. Wissen Sie, wem der gehören könnte? Der sieht aus wie der Hund von den Pagels. Von den Pagels? Mhm. Natürlich, ich dachte doch, ich kenne den irgendwoher. War Frau Pagels nicht eben hier? Ja, weil die ist schon wieder weg. Ich rufe sie mal an. Was, wenn er hier weggelaufen ist? Ja. Der Arme. Sind Sie sicher, dass das Ihre ist? Chef, wie lange kennen wir uns jetzt? Ist keiner da. Scannen Sie den QR-Code. Wie bitte? Den was? So ein Code. Haben mittlerweile fast alle Hunde auf ihrer Marke. Und wie scanne ich den? Ich habe doch gar kein Scangerät. Mit dem Handy? Ja. Mit dem Handy. Tun Sie bloß nicht dem Hund weh. Ja. Und? Luna. Angelika Pagels. Ist ja ein Ding, was Sie alles wissen. Und Sie sind Herr? Drewes. Ich habe noch einen Termin bei Frau Ewald. Ach,
Das ist Nora, unsere Sprechstundenhelfer. Sie wird sich um Sie kümmern. Ja? Und wir zwei so. Bitte warten Sie noch kurz da drüben. Frau Ewald hat noch eine Patientin. Hallo? Hilfe! Die ist ja wirklich wunderschön, ihre Lucy. Ja, das ist sie. Aber seit sie den Schnupfen hat, können wir keine 3 Stunden am Stück durchschlafen. Ich habe davon gehört. Dr. Kleist möchte sie gerne nachher noch mal sehen, ja? Ja, gerne. Ich wollte mich auch noch für heute Morgen bedanken. Wie geht's Ihnen denn? Na ja, wie es einem so geht, ein paar Monate nach der Geburt. Und dann noch mit so einem wilden 2-Jährigen. Haben Sie denn Hilfe? Ja. Mein Mann macht gerade Nachtschichten, dass er mich tagsüber unterstützen kann. Das macht nicht jeder. Ja, das stimmt. Ich liebe den über alles. Und wir wollen noch ganz viel mehr Kinder. Oh. Mhm. Na, jetzt mal eins nach dem anderen. Wie läuft's denn mit der Beckenbodengymnastik? Dafür habe ich keine Zeit. Wenn die Hebamme da ist, da kümmere ich mich um meinen Sohn. Der braucht ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Dafür sollten Sie sich aber Zeit nehmen, Frau Wegner. Gerade wenn Sie noch mehr Kinder wollen. Bei der Ultraschalluntersuchung eben. Da konnte ich eine Senkung des Beckenbodens feststellen. Das ist doch völlig normal, nach 2 Schwangerschaften, oder? Das sollte aber nicht so bleiben. Gerade nach einer Sturzgeburt muss die Beckenbodenmuskulatur gezielt trainiert werden, damit sie wieder so stabil wie vorher wird. Ja, das wird schon wieder. Ich bin ja auch noch jung. Das hat mit dem Alter gar nichts zu tun, Frau Wegner. Wenn die Muskulatur in diesem Bereich erschlafft, kann es zu ernsten Erkrankungen kommen. Zu welchen denn? Blasenschwäche, Organsenkung, Rückenschmerzen. Okay, okay. Ich guck mal, was ich machen kann und dann werden wir sehen, ja? Sie sollten das wirklich ernst nehmen, Frau Wegner. Kurz nach der Geburt ist es einfach, den Beckenboden zu trainieren. Später wird es immer schwieriger. Ich hab's verstanden, Frau Doktor. Bis bald, ja? Bis bald. Und danke. Tschüss, Lucy. Herr Pagels, Kleist hier, ich grüße Sie. Es geht noch mal um Ihren Hund. Wären Sie so gut und würden mich bitte in der Praxis zurückrufen? Danke. Nora, ich bin's. Sagen Sie, haben Sie was von Herrn Pagels gehört? Wenn er sich bis mittags nicht gemeldet hat, dann würde ich bei denen noch mal vorbeigehen und einen Hausbesuch machen. Danke. Ja, kommen Sie rein, Frau Drewes. Entschuldigung, wer sind Sie? Jan Drewes. Oh. Oh, hier steht Janine. Und so sehen Sie auch nicht aus. Ich weiß. Ich weiß. Das ist alles. Naja, hätten Sie mich in Betracht gezogen? Als Mann? Selbstverständlich. Glaube ich keine Sekunde. Wissen Sie, Sie sind nicht die erste Praxis, bei der ich mich bewerbe. Gut, dann tun wir jetzt einfach mal so, als hätten Sie keine falschen Angaben in Ihren Unterlagen gemacht. Sie dachten, ich schmeiß Sie sofort wieder raus. Ja. Ihr schlechtes Gewissen ehrt Sie. Gut. Herr Drewes, warum sollten wir Sie einstellen? Sie haben nie in dem Beruf gearbeitet. Die Kurzfassung: falsche Freunde und scharf auf schnelles Geld. Ich war jung und blöd. Okay, jetzt sind Sie alt und weise und zuverlässig. Sagen wir, ich habe kapiert, worauf es ankommt. Sind Sie vorbestraft? Sie sind aber ganz schön direkt. Nein, aber fast. Ich habe noch mal Glück gehabt. Danke für die Ehrlichkeit. Jetzt habe ich eine Vorstellung von der Lücke in Ihrem Lebenslauf. Gut, was ist passiert, dass Sie mit 20 noch mal die Kurve gekriegt haben? Das Rumhängen wurde öde. Man
Und dann brauchte mein Kumpel mal einen Notarzt. Da war ein Rettungsassistent dabei, der mich total beeindruckt hat. Mit welcher Ruhe und Präzision er gehandelt hat, ja. Plötzlich wurde mir klar, was ich mal machen will. Gut, und dann haben Sie die Ausbildung zum Rettungssanitäter angefangen. Warum bei der Bundeswehr? Die haben mich sofort genommen. Aber dann, kurz vor der Prüfung, war Schluss. Warum hat man Sie rausgeworfen? Was glauben Sie? Sie wollen meine Seite der Geschichte hören? Unbedingt. Hier steht nur irgendwas von Gehorsamsverweigerung. Es ging um eine total dämliche Anordnung, die überhaupt nichts mit dem Sanitäterdienst zu tun hatte. Sondern mit Ihrer Grundausbildung als Soldat. Mhm. 30 Grad im Schatten, Trainingslauf mit sehr schwerem Gepäck. Mein Kumpel stand kurz vorm Kollaps. Und dann haben Sie ihm geholfen? Ich habe seinen Rucksack getragen. Das fand der Unteroffizier gar nicht witzig. Warum haben Sie die Ausbildung nicht einfach irgendwo anders zu Ende gemacht? Raten Sie mal. So ein Rauswurf hilft nicht gerade bei der Bewerbung, ne? Genau. Hören Sie, ich dachte, weil Dr. Kleist doch auch Noteinsätze fährt. Und ich brauche einfach jemanden, der was Positives schreibt, verstehen Sie? Dann kann ich vielleicht doch noch irgendwann mal Notfallassistent werden. Verdammt, wie machen Sie das, hm? Mich so zum Reden zu bringen. Ist doch total bescheuert, Ihnen das hier alles zu erzählen. Nein, es ist nicht. Sie versuchen doch noch Ihren Traumjob zu erlernen. Das imponiert mir. Ich will das hier wirklich, verstehen Sie? Den Job als Notfallassistent. Nicht sofort, das ist mir klar. Erstmal bin ich Arzthelfer. Aber geben Sie mir eine Chance. Ich verspreche Ihnen, ich fuchse mich da ganz schön wieder rein. In den ganzen Bürokram. Und das Medizinische, der Umgang mit den Patienten. Das ist genau mein Ding. Da habe ich Erfahrung. Wirklich. Also, irgendwas sagt mir, dass Sie zu uns passen. Außerdem sind Sie der Einzige, der sofort anfangen kann. Also, wenn Sie Nora überzeugen können, haben Sie den Job. Wirklich? Dann sehen wir uns am Freitag. So. Fein. Komm mal hier. Herr Doktor, also dieser Herr Drewes. Er hat es Ihnen angetan, was? Das ist doch unfassbar, wer sich heutzutage alles als medizinische Fachangestellte bewirbt. Naja, Tanja und Sie werden das schon gemeinsam entscheiden. Ich finde, der Hund steht Ihnen. Lassen Sie das bloß nicht meine Kinder wissen. Paul wünscht sich seit Jahren einen Hund. Aha. Also, ich trinke sehr gerne Prosecco. Also Nora. So, wir gehen jetzt Gassi. Komm. Pagels! Können Sie mich hören? Frau Pagels! Ja, Kleist hier. Ich brauche einen Rettungswagen in die Jahnstraße 11. Bewusstlose Frau. Alles gut. Sie sind ohnmächtig geworden, Frau Pagels. Da seid ihr ja. Wie ist der Zustand? Patientin ist stabil und ansprechbar. Ich habe ihn in eine Infusion gelegt. Wir kümmern uns um Ihren Hund. Keine Sorge. Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus, da geht es Ihnen gleich besser. Okay. So. Haben Sie was gegen Männer? Überhaupt gar nicht.
Aber in Frauenberufen schon. Was wollen Sie damit sagen? Dass Sie Vorteile haben. Mhm. Und damit wollen Sie bei mir punkten. Interessante Strategie. Ich spreche manchmal zu schnell. Mhm. Ehrlichkeit kommt bei mir schon besser an. Technik und ich sind sehr gute Freunde. Ich könnte Ihr Computersystem wieder auf Vordermann bringen. Wenn Sie das in Ihrem Alter nicht könnten, dann wäre ich aber beunruhigt. Ich lese Ihnen jeden Wunsch von den Augen ab. Sie wollen den Job um jeden Preis, oder? Hören Sie, ich akzeptiere hundertprozentig Ihre absolute Überlegenheit am Empfang. Und ich bin bereit, alles von Ihnen zu lernen, was ich vergessen habe. Nora? Entschuldigung, aber hier haben nur Praxismitglieder Zutritt. Ganz genau. Was soll das heißen? Sie sind Dr. von Hatzfeld, oder? Wer will das wissen? Jan Drewes. Darf ich vorstellen? Unser neuer medizinischer Fachangestellter. Aha. Merken Sie sich den Gesichtsausdruck, den sehen Sie nie wieder. Oh, bitte. Oh, Luna ist nicht mehr dabei. Frau Pagels war wohl zu Hause. Ja, der Hund ist jetzt bei ihrem Mann. Hm. Frau Pagels ist leider in der Klinik, deswegen konnte sie das Telefon noch nicht beantworten. Oh, das tut mir leid. Wie gut, dass Sie jetzt mich haben. Der QR-Code-Scan? Sie erinnern sich? Was geht hier vor sich? Frau Ewald hat sich für Herrn Drewes entschieden. Ich meine, was hast du dir überhaupt dabei gedacht? Du kannst doch nicht einfach jemanden einstellen. Ich dachte, das sollte ich. Nein, wir sprachen von Bewerbungsgespräch. Dazu gehört ja wohl auch die Auswahl. Nur weil du hier keine Lust hast, dich hier hinzusetzen. Ich dachte, das ist ja eine Praxisgemeinschaft. Sie können doch nicht einfach ohne uns irgendwelche Personalentscheidungen treffen. Papa, das ist total gegen den Spirit. Ich meine, ich zahle hier nur Miete, ich bin kein Partner. Aber trotzdem, du hast immer rumgemeckert, dass sich alle einbringen sollen. Ja. Weltklasse. Ach, sind Sie etwa auch dagegen? Was? Also dagegen zu sein, ist überhaupt gar keine Option mehr. Der Mann hat eine Zusage bekommen. Von dir? Ja, von mir. Herr Drewes hat neben seiner Ausbildung zum MFA auch eine fast abgeschlossene Ausbildung zum Rettungssanitäter. Ich hake da mal bei fast abgeschlossen ein. Ich meine, das riecht doch förmlich nach Problem. Jemanden mit einer solchen Zusatzqualifikation bekommt man normalerweise überhaupt nicht. Außerdem passt er hier rein und ich wollte dem jungen Mann eine Chance geben. Ja, das verstehe ich auch, aber darum geht es nicht. Nora braucht Entlastung und keine zusätzliche Arbeit. Nora hat zugestimmt. Was? Er war ja auch der Einzige, der sofort anfangen konnte. Ach, das ist doch lächerlich. Und jetzt entspannt euch mal. Der Mann soll keine OPs am offenen Herzen durchführen. Ja, aber... Ich habe euch allen Arbeit abgenommen. Und ich finde, ihr könntet mir dankbar sein. Das sind wir ja auch. Nein, das sind wir nicht. Man hat mich ja noch nicht mal gefragt, ob ich das vielleicht machen möchte. Ich hätte mich gern um die Einstellung einer qualifizierten Arzthelferin gekümmert. Dr. von Hatzfeld, genau genommen sind Sie hier nur Angestellter und kein Partner. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, Sie mit einer solchen Aufgabe zu betrauen. Welchen Teil von Praxisgemeinschaft haben Sie eigentlich nicht verstanden, Frau Ewald? Ich hätte nie zulassen dürfen, dass Sie hier eingestellt werden. So. Und genau hier und jetzt endet das Gespräch. Bevor wir uns hier alle zerfleischen, schlage ich vor, wir gehen nach Hause und schlafen eine Nacht drüber. Sag ich doch, wird in der Horizontalen entschieden. Wir sprechen uns noch. Holen wollte? Schöne Idee. Ich glaube, sie ist einfach kopflos weggerannt. Nicht so viel reden. Liebes, das ist viel zu anstrengend. Deine Stimme, die ist schon ganz rau. Dr. Sandmann sagt, Angelika ist noch nicht über dem Berg. Ja, das stimmt. Aber wie kann man denn so schnell austrocknen? Nun, Frau Pagels, Sie lagen stundenlang in einem Gewächshaus. Da ist natürlich eine unglaubliche Hitze und Ihr Körper ist ausgetrocknet. Und diesen Flüssigkeitsverlust
Den versucht der Körper wieder auszugleichen. Deswegen geben wir noch die Infusion. Und was, wenn es zu spät ist? Ist das immer noch lebensbedrohlich? Naja, sagen wir mal so, Sie sind jetzt im Krankenhaus und unter vollständiger Beobachtung. Sollte wirklich irgendetwas sein, dann sind Sie hier in besten Händen. Ach, sagen Sie, wissen Sie noch, wie das mit dem Unfall passiert ist? Ich glaube, ich bin gestolpert. Ich hätte aufräumen müssen und dich nicht in dem Chaos alleine lassen dürfen. Ach, Liebster, du musst dir keine Schuld geben. Ich glaube, mir war plötzlich komisch. Naja, die Laborbefunde liegen noch nicht vor. Auch die Ergebnisse Ihres Hormonspiegels haben wir morgen früh. Und bis dahin sollten Sie einfach ein bisschen Geduld haben und sich nicht so sehr unter Druck setzen. Denken Sie positiv. Es hilft bei der Heilung. Also, bis morgen. Ja. Rosalie? Hallo, Christian. Rosalie, das gibt's ja nicht. Ja, Wahnsinn. So groß geworden. Ich denke, seit dem Urlaub. Er ist leider im Krankenstand untergegangen. Wir wollten gerade zu Inge fahren. Schatz, es tut mir leid. Ich weiß, ich habe dir Tierpark, Schwimmbad und Angelausflug versprochen. Ach, das macht doch nichts, Papa. Ich spiele mit Paul und Lotte, wenn sie aus der Schule kommen. Okay. Autoschlüssel. Ja. Wahnsinn. Ja, ich hatte kurz überlegt, sie für ein paar Tage zu Lisa nach Paris zu schicken, bis sie in die weiterführende Schule geht. Was? Wieso denn? Das stiftet doch nur Unruhe. Sei froh, dass Rosalie jetzt bei dir ist. Und so wie ich Lisa kenne, bereitet ihr auch sicherlich schon ihren Auslandseinsatz vor. Ja, alleinerziehender Vater ist eine Umstellung. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich auch sonst viel um Rosalie gekümmert. Wenn du einen Rat brauchst, ich stehe dir bei. Na, mit dir als Vorbild kann mir ja nichts passieren. Ja, immerhin habe ich 4 Kinder und ein Beutekind Vorsprung. Jeder das, was er verdient. Wie geht's, Frau Pagels? Ja. Neben der Dehydration zum Glück nicht noch eine Gehirnerschütterung. Aber sie hat eine Bänderüberdehnung am Fuß. Schmerzhaft, aber das heilt. Ist sie stabil? Nein, wir müssen sie über Nacht hier behalten. Sie hat sehr viel Flüssigkeit verloren. Ja. Sie ist auch 3 Stunden im Gewächshaus gelegen. Wir sehen uns. Ciao. Du kannst vorne sitzen, ausnahmsweise. Ja, also ich kann nur sagen, wenn es schlechter wird, dann kommen Sie einfach noch mal bei mir in der Praxis vorbei. Ja? Tschüssi. Christian! Hey! Hey! Also mir liegt diese Arzthelfersache im Magen. Ja, mir auch. Ich habe wirklich gedacht, ich sollte das regeln. Ich habe gedacht, du suchst jemanden aus und dann entscheiden wir das gemeinsam. Das war ein Missverständnis. Das war kein absichtlicher Alleingang, okay? Okay. Das klingt nicht überzeugend. Ich versuche dich ja zu verstehen. Vielleicht hätten wir Berufliches und Privates doch nicht vermischen sollen. Hä? Na, Hartzweig lässt auf jeden Fall keine Gelegenheit aus, um darauf rumzureiten. Ja, aber diesmal hat er ja auch recht. Ich meine, wir beide haben ein Problem, weil wir nicht miteinander kommunizieren und die anderen müssen darunter leiden. Also leiden, finde ich, ist ein sehr großes Wort. Ich weiß genau, was ich meine. Ich muss vor allen Dingen wissen, ob du für oder gegen den Drewes bist. Also dagegen. Das habe ich nicht gesagt. Aber dein Gesicht. Ich weiß einfach nicht, ob er in unser Team passt. Das ist eine Ausrede. Du willst keinen Mann am Empfang. Hey, guck mal, die ganze Welt spricht von Frauenquote, ja? Und wir stellen Männer ein. Ich meine, nicht, dass es ein Problem ist, aber... Aber? Guck mal, weißt du, wir hätten das gemeinsam entscheiden müssen. Und ich tue mir jetzt einfach schwer, das vor den anderen zu verteidigen. Ja, Michael, nein, es ist alles in Ordnung, Michael. Es geht, Rosalie, geht es gut? Danke. Ja, Michael, du musst wirklich nicht alle 10 Minuten hier anrufen. Eltern, alle gleich. Ja. Das mache ich gerne, Michael, wirklich. Du musst mich einfach nur anrufen, wenn ich dir helfen soll, ja? Okay, tschüssi, tschüssi. Gehen wir morgen Fußball spielen, ja? Klar, aber du musst dich warm anziehen. Gegen mich hast du kaum eine Chance. Und was mit dir, Paul, spielst du mit? Klar, wenn du was lernen willst. Okay.
Inge, mit mir warst du nie Fußball spielen. Ja, weil du nicht Fußball spielen kannst. Nee, ich habe auch Gefühle. Dafür haben wir Computerspiele gespielt. Ja. Stimmt. Könnt ihr nicht lieber Kuchen backen? So einen richtig fetten Marmorkuchen? Das könnte euch so passen. Jetzt gibt's Abendbrot und ihr zwei deckt den Tisch. Abendbrot? Ja. Habe ich ja perfekt gekommen. Welche Formel ist E ist gleich ein halb MV Quadrat? Kinetische Energie. Oh. Siehst du? Super. Danke. Ach, ich finde es total toll, dass wir mal wieder so als Familie herrlich vereint sind. Wer ist eigentlich als nächstes mit der Familienplanung dran? Ja, also wir sind durch. Ich plane noch keine Familie. Ja, mit mir kannst du auch nicht mehr rechnen. Oh. Na, solltet ihr beiden nicht schon längst im Bett sein? Wir hatten Durst und... Oh. Schokoladenpudding-Durst? Ja, Rosalie war traurig. Da dachten wir. Echt? Vermisst du deine Mama? Aber bei Papa und bei euch ist es auch sehr schön. Hm. Aber jetzt solltet ihr trotzdem ins Bett gehen. Löffelabgabe. Ach, und schwätzt nicht so viel, ja? Weil im Gegensatz zu dir muss Paul morgen in die Schule. Nächste Woche muss ich auch. Freust du dich denn? Ja, aber ich hatte echt Angst vor dem Lycée in Paris. Easy ist die hier aber auch nicht. Ja, aber die sind da richtig streng. Echt? Nacht, Christian. Nacht, Papa. Gute Nacht. Was denn da? Thomas, entschuldige, du hast so friedlich geschlafen und ich musste aufs Klo. Bitte, Angelika, du musst das ernst nehmen, was der Doktor gesagt hat. Es ist überlebenswichtig, dass du dich schonst. Oh, Vorsicht. Jetzt mach dir doch nicht so viel Sorgen. Ja. Hey, ich kann eine Menge ab. Bei so kleinen Kindern kann es ganz schön anstrengend sein, oder? Das habe ich mir auch ein bisschen entspannter vorgestellt. Man denkt ja irgendwie so, ja, wenn man schon ein Kind hat, da fällt so ein zweites gar nicht auf. Aber es ist nicht so. Frau Wegener, Ihre Rückenschmerzen, die könnten mit der Beckenbodensenkung zusammenhängen. Der Rückbildungskurs hat aber schon angefangen. Und ich war noch kein einziges Mal da. Das macht doch nichts, da kann man bestimmt noch einsteigen. Nee, es ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht brauche. Deswegen. Frau Wegener, Sie merken aber schon, dass es wichtig ist, oder? Ja. Gibt es denn da nicht eine andere Möglichkeit? Doch. Die gibt es. Ich weiß, ich sollte ganz kleine Brötchen backen und mich darüber freuen, dass ich überhaupt noch in Ihrer Praxis arbeite, nach diesem ganzen Abrechnungsdesaster. Aber ich finde, ich habe eine Chance als Partner verdient. Das hängt aber nicht mit dem neuen Angestellten zusammen, oder? Herr Drewes ist Anlass, aber nicht der Grund. Ach, aber seinen Namen haben Sie sich schon gemerkt. Ich mache mir schon länger Gedanken. Ehrlich gesagt, seit Frau Ewald hier eingestiegen ist. Ihre Freundin hat noch nie eine Praxis geführt. Ich meine, sie hat ihr halbes Leben lang als Krankenschwester gearbeitet. Es tut mir leid, es sollte nicht so rüberkommen. Aber es ist einfach ungerecht. Ich bin länger da und ich habe sogar investiert. Ja, und die Praxis fast in den Ruin getrieben. Und ich bin Ihnen für immer dankbar, dass ich das regeln durfte. Aber ich will hier mitgestalten, ich will mich einbringen. Meine Radiologie ist finanziell mindestens genauso viel wert für die Praxisgemeinschaft wie die Gynäkologie oder Ihre Abteilung, Dr. Kleist. Und ja, ich will mitbestimmen, wer hier arbeitet.
Gut. Einverstanden. Ach, und das ist alles? Naja, wenn Frau Ewald nichts dagegen hat, können Sie einsteigen. Ach, Sie müssen Frau Ewald erst um Erlaubnis bitten, ja? Wären Sie mal nicht ulkig von Natzfeld. Also, wenn ich Ihr Partner werden sollte, dann kommt der Sprechstundenhelfer weg, ja? Dr. von Hatzfeld, würden Sie mir einen Gefallen tun? Bringen Sie das doch Nora vorbei, ja? Herr Kollege? Danke. Pivi, Herr Drewes sagt, du bist frei? Wer? Unser neuer Sprechstundenhelfer. Ah ja, der. Also, das hier ist Frau Wegener. Hallo. Hallo, Kleist. Hallo. Hallo. Ja, Frau Dr. Ewald hat schon gesagt, dass Sie hier der Turnweltmeister sind. Das habe ich so nicht gesagt. Frau Wegener hat die Rückbildungsgymnastik geschwänzt, hat eine deutliche Beckenbodensenkung und jetzt Rückenschmerzen. Das kriegen wir hin. Ich gebe Herrn Drewes dann die Verordnung. Ja, Hauptsache er weiß, was er damit machen muss. Pivi, gib ihm eine Chance. Er kann nichts dafür. So, die Schuhe ausziehen und die Jacke am besten auch. Hast du einen Moment Zeit? Mhm. Von Hatzfeld will Partner werden. Das war ja klar. Hey? Also mir war das überhaupt nicht klar. Du bist auch ein Mann. Entschuldigung. Willst du mir jetzt meine Intuition und mein Feingefühl absprechen? Könnte ich, nachdem ich dich bei den Bewerbungen so falsch verstanden habe. Findest du es verdient? Ja, klar. Wir haben zwar nicht die gleiche Herangehensweise, aber er ist ein guter Diagnostiker und das schätze ich. Also dann geben wir ihm einen Vertrag? Ja. Es sei denn, da ist noch irgendwas? Er will sich von unserem neuen Mitarbeiter trennen, wenn er den Vertrag bekommt. Der ist überhaupt nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen. Moment mal. Du willst Herrn Drewes nicht. Und jetzt benutzt du Hatzfeld als Ausrede. Also, entschuldigen wir, das ist ja hier... Frau Wegener möchte Sie noch mal kurz sprechen. Und in Ihrem Zimmer wartet Frau Brandt. Ich schicke dann Herrn Drewes Brötchen holen fürs Mittagessen. Prima. Ich nehme Salat. Ich wollte mich nur ganz kurz noch mal entschuldigen, dass ich mich vorhin so gewehrt habe. Ja, gut, dass Sie so penetrant waren. Ja, manchmal muss man Menschen zu ihrem Glück halt zwingen. Mhm. Ich habe schon nach einer Stunde so ein komplett neues Körpergefühl. Das ist ein Spitzenphysiotherapeut. Freut mich. Das ist gut. Danke. Tschüss. So, ja. Und immer, wenn ein Patient bei Pivi war, muss er hier unterschreiben, ja? Und was ist, wenn ein Patient nicht draufkreuzt? Na, wenn er innerhalb von 24 Stunden nicht absagt, dann bekommt er eine Rechnung. Das habe ich schon mal gesagt. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Was ist denn los? Ich bin nicht blöd. Heute morgens in der Teeküche, da war eisige Stimmung. Der Kleistsohn scherzt mit Dr. von Hatzfeld und ich... Ich werde ignoriert. Die haben eben Vorbehalte gegen einen Mann am Empfang. Neandertaler eben. Danke, dass Sie mich aufmuntern möchten, Frau Mann. Nora. Aber mir ist klar, wenn Dr. Kleist sich gegen mich ausspricht, dann bin ich raus. Und begeistert ist er auch nicht. Geben Sie nicht gleich auf. Ich dachte, Sie wären Kämpfer. Ja, aber so kurz vom Ziel rausgeekelt zu werden, das ist echt mies. Ich will diesen Job. Blasen Sie keinen Trübsal, zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Herr Hübner, bitte. Du könntest ruhig noch einen Tag im Krankenhaus bleiben. Nein, der Stationsarzt hat mich entlassen. Und er hat gesagt, ich kann laufen. Ich darf nur den Fuß nicht belasten. Geht's dir auch wirklich gut genug? Na klar. Ich will unbedingt zu dem Termin mit Frau Dr. Ewald. Dr. Sandmann glaubt, dass der Schwindel vielleicht mit den Zyklusstörungen zusammenhängt. Na gut, wenn du meinst. Ich finde, es ist zu früh. Ach was? Hm? Nehmen wir die Blumen mit? Nein, bringt Unglück. Warte mal.
Entschuldigung. Gut, jetzt, da ich Partner werde, würde ich gerne noch mal die Personalie Drewes besprechen. Ich fasse nicht, dass Sie das hier einfach so rausposaunen. Partner? Was ist hier los? Erst dieser Jan, jetzt Timo. Reden wir gar nicht mehr, oder was? Besteht die Möglichkeit, dass wir unseren Missmut nicht an Jan Drewes auslassen? Da er nicht bleibt, kein Problem. Und von Hartsfeld, das verbitte ich mir schon. Herr Drewes hat einen klaren Auftrag von Tanja bekommen und wir stehen selbstverständlich dazu. Und Sie als Partner haben das auch zu respektieren. Das sehe ich anders. Von Hartsfeld. Ich sag das ganz wertfrei. Dieser Junge macht auf mich keinen zuverlässigen Eindruck. Kann das leider nicht widerlegen. Ich bitte Sie nur in aller Form, hier nicht ständig irgendwelche Vorverurteilungen vorzunehmen. Wenn er sich als Fehlgriff herausstellt, sind Sie dann offen genug, das zuzugeben? Selbstverständlich. Gut. Das genügt mir. Guten Tag. Ja. Warten Sie, Chefin. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz. Halten Sie sich. Okay. Ich hol den Doktor. Havels, hören Sie mich. Was hat sie denn? Alles gut, wahrscheinlich nur Schwächeanfall. Was ist passiert? Frau Pagels hatte einen Schwächeanfall. Schwacher Puls, beschleunigte Atmung. Frau Pagels, können Sie mich hören? Ja. Ist Ihnen schwindelig? Ja. Haben Sie hier ein enge Gefühl? Ja. Dann bringen Sie mein Zimmer. Kommen Sie. Ganz langsam. Tanja. Frau Pagels. Hallo. 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 Guck mal hier. Die Schilddrüse ist echt unnormal strukturiert, aber doppelt so groß. Mhm, okay. Ihre Symptome im Zusammenhang mit diesem Befund weisen darauf hin, dass Sie eine erworbene Hypothyreose haben. Das ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Ist das gefährlich? Bisher ist Ihr Körper mit der Schilddrüsenunterfunktion ganz gut zurechtgekommen. Ja, mir war immer schwindelig. Und deswegen hatten wir ja den Bluttest gemacht, aber jetzt hat sich Ihr Zustand massiv verschlechtert. Ich vermute, das kommt durch den Unfall und durch die Dehydration. Ihr extrem niedriger Blutdruck und der Abfall Ihrer Körpertemperatur deuten darauf hin, dass Komplikationen drohen. Welche Therapiemöglichkeiten gibt's denn da? Nun, wir werden Ihrer Frau ein Schilddrüsenhormon verabreichen. Intravenös, das geht allerdings nur stationär. Also, Klinik. Herr Drewes, rufen Sie bitte den Krankenwagen. Danke. Und der junge Mann? Erstklassige Arbeit. Danke. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Pagels. Wir kriegen das hin. Krankentransport unter Intensivüberwachung. Danke. Gut, dass Sie gestern noch die Hormonwerte bestimmt haben. Das hat dir vielleicht sogar das Leben gerettet, Dr. Ewald. Nicht dazwischen funken, wenn Ärzte sich unterhalten, ja? Sprechstundenhelfer. Er hat einen Namen. Ja. Und er würde sich verdienen müssen, dass ich mir den merke. Timo, so können Sie nicht mit ihm reden. Sag mal, ist auch noch Muttersöhnchen, oder was? Das wird ja immer schlimmer. Damit das klar ist, ich lasse mich hier nicht wegekeln. Wenn Sie mich loswerden wollen, dann weisen Sie mir einen Fehler nach, Dr. Hartsfeld. Von Hartsfeld, ja. Von mir aus. Also, ich gehe dann. Frau Pagels. Hallo. Dr. Sandmann sagte, Ihr Puls ist deutlich niedriger. Sehr gut. Wir haben die Medikamente angeschlagen. Sagen Sie uns bitte die Wahrheit, Dr. Kleist. Was kann jetzt noch alles passieren? Dr. Kleist, meine Frau wäre fast gestorben. Was ist, wenn die Hormone nicht anschlagen, wenn... Volker, ich habe nicht vor zu sterben. Dafür liebe ich dich viel zu sehr. Und ich will noch ganz viel Zeit mit dir verbringen. Hm? Ich doch auch mit dir. Dann hab ein bisschen Vertrauen in unser Schicksal. Ist doch alles gut. Herr Pagels, Sie sollten auf Ihre Frau hören. Ach, Dr. Kleist, wenn ich diese Schilddrüsenmedikamente alle nehme, gehen dann all die anderen Symptome auch wieder weg? Nun, wenn Sie wieder zu Hause sind, dann verschreibe ich Ihnen etwas leichtere Tabletten.
Wir kontrollieren regelmäßig Ihre Blutwerte und dann sollte eigentlich alles soweit in Ordnung sein. Sie brauchen einfach ein bisschen Geduld. Ja. Hauptsache, es geht bergauf. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ach, ist doch selbstverständlich. Ja, aber für mich ist das nicht selbstverständlich. Danke. Also, wenn noch irgendwas ist, Sie wissen, wo Sie mich finden. Tschüss. Tschüss. Ich liebe dich. Deine optimistische Art, dein... einfach alles an dir. Und ich werde mir einfach mehr Zeit nehmen für dich. Und die Dinge zu Ende machen, die ich angefangen habe. Ja. Ich finde es sehr schön, dass du dich hinter mich gestellt hast. Ich weiß, dass es dir schwer gefallen. Im Gegenteil, es war total einfach. Als ich gemerkt habe, dass wir beide an einem Strang ziehen. Ist auch viel wichtiger als so ein Auszubildender. Glaubst du, die Praxisgemeinschaft kriegt sich wieder ein? Du meinst Peavy und von Hartzfeld? Ich meine uns alle. Ich habe Angst, dass ich was kaputt gemacht habe. Die Praxis ist dir so wichtig. Weißt du, warum das bei uns in der Praxis so gut funktioniert? Weil wir vier sehr starke Persönlichkeiten sind. Ist doch klar, dass es da ab und zu mal rumpelt. Damit komme ich zurecht. Ich meine was anderes. Ich meine uns. Die Praxis ist doch sowas wie unser Baby. Das ist was ganz Besonderes, was wir da haben. Ich bin auch froh, dass wir uns begegnet sind. Das bin ich auch.